Guten Morgen. Howdy. Hallihallo. Moin moin. Hallo, hallo. Good morning. Fröhlichen Nikolaus. Hallo. Moin. Heyo. Hi, hi. Hallöchen. Tachchen. Moinsen. Hallo. Hey. Hi. Servus. Herzlich willkommen. Guten Tag wünsche ich euch. Hallihallo, hallöle. Willkommen zum 22.12.2018. Noch 3 Tage bis zum amerikanischen Weihnachten und 2 bis zum deutschen. Habe ich schon erwähnt, dass ich 2 feiern werde, sozusagen. Könnt ihr euch sicherlich denken. Heute gibt's Last Minute Shopping zu machen. Viel Spaß. Ich weiß, man erkennt nichts. Der erste Stopp ist geschafft, Target. Ich habe eine Sache gekriegt von 2, die ich kriegen wollte. Ich brauche wirklich noch dringend ein Geschenk für meinen Größten. In seinen Stocking kommen Proteinriegel. Und ich wollte ihm eigentlich ein Buch kaufen mit Smoothie-Rezepten oder Trainingsmethoden, weil er jetzt übelst auf dem Fitness-Trip ist. Aber wie ausgebombt. Und jetzt geht's noch für morgen für die Kirche ein Weihnachtskleid kaufen. Ich bin am 2. Stopp angekommen und Leute, es ist nuts. Ich zeige euch das gleich, es ist so crazy. Ich habe zum Glück gleich einen Parkplatz gefunden, was echt ein Wunder ist bei diesem Verkehr hier. Ich meine, guckt euch das an, was da reinrollt. Oh mein Gott, das ist echt crazy. Okay, das ist Modell Nummer 1. Es ist so crazy, weil ich mich so ewig lange nicht im Kleid gesehen habe. Ich habe noch ein zweites, das ziehe ich jetzt an. Das ist das zweite Kleid, wobei ich fast finde, dass ich das hier lieber mag, auch wenn das mit dem Bund hier irgendwie komisch ist. Das ist bei dem anderen aber auch, aber ich finde das hier auf jeden Fall, finde ich auch cool. Ich finde es weihnachtlicher als das andere, aber ich weiß nicht genau. Also übrigens, nach eingehender Beratung, Besprechung, habe ich das eigentlich schon gesagt? Ich glaube nicht. Mit meiner Mama, die meine Fern-Shopping-Hilfe war sozusagen, ist es jetzt das rote Kleid geworden. Ich finde, das passt auch besser zu Weihnachten. Das Gute ist, dass es halt so eins ist, was man noch im Sommer noch anziehen kann. Also von daher habe ich da eine gute Wahl getroffen. Und es war sogar ein Discount drauf. Ich glaube, ich habe 50% Rabatt bekommen oder so. Das weiß ich, das gab meine Mama. Wir korrespondieren jetzt gerade über Strumpfhosen. Ganz interessant. Tja, das war dann auch wieder ein ereignisreicher Tag. Somehow. Morgen ist einiges geplant. Heißt, morgen garantiert ein bisschen mehr. Es tut mir wirklich leid, dass die letzten Vlogs nicht voll mit irgendwelchen Zeugs waren. Aber so sind wir wieder einen Tag dichter dran in Weihnachten. Ohne Weihnachtsstimmung. Aber genau. Ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat, sodass ihr dann morgen auch wieder mit dabei seid. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dranbleiben. Ich habe euch ganz doll lieb, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen.